Jetzt bekommen Sie ja ganz viel Aufmerksamkeit durch die Filme, auch von den Medien. Wie nutzen Sie das als Aktivistin? Ja, also wenn man das jetzt schon hört, so die mediale Aufmerksamkeit, also ja, für mich ist es halt schon wichtig, ne? Also in Bezug halt auch auf die Inklusion. Also ich möchte halt schon, dass man halt auch viel berichtet halt auch so in den Medien, dass ich halt irgendwie gerne zeigen möchte, dass wir halt einfach ganz normal dazugehören und etwas leisten können. Und deshalb ist mir halt die Inklusion schon wichtig, weil ich finde das halt irgendwo schade, dass es halt immer heißt, wir können etwas nicht können und so. Und man guckt halt immer nur auf die Defizite und das finde ich halt irgendwo schade. Stattdessen, dass wir dann auch das wirklich auch so machen, ne, wie zum Beispiel, dass man eher mehr die Stärken vorhebt. Aber eigentlich ist es auch viel schöner, wenn man etwas kann, wenn man selbstbewusst ist und man kann was. Ich setze mich ja eigentlich ja auch sehr halt auch für die Menschen mit Behinderung, mit Down-Syndrom ein. Und halt auch deren Lebensrecht und halt durch das, was ich halt so mache, also Homepage, wo ich dann eine Homepage schreibe und einen Blog schreibe, möchte ich halt das halt auch einfach wünschen, dass wir einfach auch ganz normal dazugehören und etwas leisten können.